Und damit ein herzliches Moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Reden wir nicht über die letzte Folge. Auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ja. Und? Jetzt muss ich... Moment. Kann er das nicht lesen? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpft. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Ab und zu? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wer bringt denn bitte solche Bildergeschichten an so einen Fahrstuhlwand? Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Hier kommt noch so ein Wandbild. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Ist hier noch woanders lang? Das war ja mal wieder sehr langer Fahrstuhl. Das sieht so ein bisschen aus wie dieser. Was hier? Das muss sie sein. War ja klar. Na, was passiert jetzt hier so Schönes? Das Stargate öffnet sich, oder was? Das wäre so einfach. Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Okay, wir haben auf jeden Fall... Bruder, da oben! Die Winde von Hel! Ja, ich seh's. Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Aber wohin Keine damit? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich, aber... Darüber sprechen wir später. Ah, okay, Moment, also. Komm auf meine Schultern, wir sprechen später darüber. Weiß nicht, wo ich hin soll. Hierhin offensichtlich, okay. Irgendwo muss ja hier so ein...
Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Probleme eher mit dem Kopf lösen als mit den Füßen. Ist ihm nur recht. Moment. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Was muss ich hier tun? Weißt du, für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen Grund. Sieht mir ja auch alles verdächtig. Kann ich das haben, bitte? Hallo? Ich hätte das gerne. Was? Ich zerstöre ja alles und ich kriege nicht eine Münze? Nirgendwo 8. Wirklich, hier liegt ein Riesenhaufen Münzen und in der kleinen Urne, da verstecken sie nur 8. So, aber irgendwie muss ich das doch da rausholen. Die Frage ist nur, wo muss das rein? Ich meine, irgendwo muss das rein. Muss das. Nee, das sieht mir nicht aus, als ob das da rein muss, oder? Moment. Muss ich erst den Äußeren stehen bleiben lassen? Komm ich da ran? Lässt du mich da... Nein, du lässt mich da nicht ran. Na gut. Ach nee, wir hängen ja... Aber wo muss ich denn damit hin? Habe ich unten was verpasst? Habe ich unten etwas verpasst? Kann ich das irgendwo... Okay, da ist schon mal was. Okay, also das Licht. Okay, da ist noch eins. Sind hier überall Gänge? Ah ne, von dort bin ich gekommen, ne? Oh Gott, oh, ich hab mich schon wieder... Super, ich hab mich schon wieder verlaufen. Wir können hier nicht ohne die schwarze Rune weg. Komm yes. Schon, wir schaffen das. Das war jetzt auch gar nicht meine Intention, Boy. Ich wollte nur gucken, wo es hier überhaupt hingeht. Muss ich die alle... Okay. Was ist denn hier bei dem Zahnrad passiert? Atreus, folge mir. What? What? Ah, als gehen du aus dem Hund. Früher hat ich selbst auch einen. Du sollst ihn nehmen. Ja, nimm. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufsuchen. Woher hast du das gewusst? Erfahrung. Raten. Ich habe wild geraten. Wir probieren hier einfach aus. Okay. Ist jetzt hier überall irgendwie was Hübsches? Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt da nicht durch. Nein, bloß Vorsicht. Freya ist gerade nicht hier, um dich wieder zusammenzubringen. Sei stärker. Go! Go! Nein! Shit. Shit.
Sieh mal da! Bitte lass mich gleich wieder zurückkommen. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Yeah. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Okay, also wir brauchen... Hey, wofür auch immer die jetzt schon mal gut ist, ich nehme die einfach mit. Ist hier eine Rundruhe? Wir köpfen den einfach mal eben. Bin schon wieder hart verwirrt. Da war jetzt eine Rune. Ach so. Ah, okay, I got it. Nein! Ja. LOL, was ist das denn hier gleich schon wieder? Hier ist offensichtlich gleich schon wieder die Armada. Na, ich sehe mich schon wieder tot. So richtig Bo-like. Ich sehe schon wieder. Nö, nicht so wirklich. Linke Seite. Oh, ist hier keine. Ich sterbe schon wieder. Mein Gott. Wirklich, hier gab es offensichtlich irgendwo eine Stufe, an der ich. In der alles stärker geworden ist. Ich fange wieder von vorne an.
Oh, vielleicht habe ich ja Glück. Ich will nicht schon wieder sterben, deswegen, sorry meine Freunde, ich rede gerade nicht. Boah. Wir haben's aber bald, ja? Also, ich hab so, ich werde aber auch das Gefühl nicht los, dass Feuer jetzt vielleicht nicht so der Burner gegen diese brennenden Freunde ist. Gefühlt werden es aber jetzt weniger. Das war ja gerade schon wieder. Worüber hast du dich in der Gruft so aufgeregt? Premium. Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! Okay, da komme ich nicht raus. Oh Mann, also irgendwie haben die wirklich alle ein fettes Upgrade bekommen. Ich fühle logisch mich. Sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde. Ich fühle mich gerade richtig dämlich. Also zumindest nicht gut. Warte mal, aber der Ring, der ist jetzt auch stehen geblieben. Ja, okay. Hör zu, ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Und wieder eine Runentruhe. Ach du. Na gut. Das wäre dann Siegel Nummer 2, aber ich glaube, Siegel Nummer 3 muss ich schon wieder woanders finden. Dann schauen wir mal, wo Siegel Nummer 3 ist. Es geht auf jeden Fall auch da weiter, glaube ich. Das glänzt alles so verdächtig schon wieder. Oh, das verwirrt mich irgendwie hart. Mehr schmalen Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Okay, dann haben wir den schon mal. Dann haben wir den schon mal. Und bekommen die Truhe. Ein Apfel wäre jetzt geil, mit ein bisschen Gesundheit. Das würde ich jetzt nehmen. Ja, geil. Sehr schön. Ja, scheint mir angebracht.
Not gonna lie. Ich fühle mich ziemlich... Okay, okay, okay. Und ich dachte, die sehen irgendwie. Ja, nö. Nö, hier ist alles fies, keine Sorge, wir werden unseren Kopf schon verlieren. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Skull und Hatti. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Super Geschichte. Ich sehe schon. Oh, nee, jetzt kommt bestimmt wieder so eine Viechers, oder? Na? Jetzt kommt doch bestimmt wieder so eine komischen Risse. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Und deswegen möchte sie sterben, damit wir Spaß haben? Junge, das ist kein Freizeitpark. Gegner voraus! Das ist schon gar nicht so schlecht. Schon wieder. Ach da. Nein, das wollte ich doch noch gar nicht. Das hätte ich mir ganz gerne aufgehoben. Fertig. Schade. Ja. Ach, ich kann das auch wieder beenden. Schön, dass ich das jetzt auch irgendwann mal geschnallt habe, dass man das wieder beendet bekommt. So, Moment, wo komme ich denn da an diesen... Ja, war ja... Moment. Da, da ist die Windfalle. Und wie komme ich jetzt nach da... Ja, warum sollte ich es mir da jetzt kompliziert machen? Ich schaff's doch nie bis nach runter mit dem Ding in der Hand und an dieses andere Teil da ran. Da muss das ran, ne? Von daher. Von daher. Dafür war das jetzt. Das war alles nur dafür. Passiert jetzt mit dem Zeug da drin nichts? Ist das nicht das, was ich mir eigentlich holen soll? Obwohl wir jetzt einmal durch alle Räume durch sind hier im Umkreis, von daher. Der Runenstein, er kommt runter. Ach. Was ist los? Falle. Vater! Junge! Verschwinde von hier! Mir geht's gut! Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten! An der Wand! Aber es gibt drei davon! Was soll ich tun? Atreus, konzentriere dich! Du kannst das! Bitte beeil dich! Ich weiß gar nicht, ob ich trinken kann! Los, denk nach! Hatti ist der Silber. Er jagt den Mond. Der goldene Skull verfolgt die Sonne. Damit Ragnarok eintritt, müssen sie fressen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Mittlerer Hebel. Hä? Nein. Links, Junge.
Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Was muss ich machen? Silberne Wolf. Der Mittlere, mach schnell! Den rechten, Junge! Nein, 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 doch! Ja. Nein! Ach so, Mittlerer Hebel. Ja, ich ersticke gleich. Links! Mond mit Gazon. Mond mit der Mittlere, schnell! Zieh den rechten! Ja, hab es. Oh. Ich kann nicht ertreten. Wir halten nicht an. Moment. Wo ist die große Kette? Vater, über dir. Junge. Du musst die Kette stoppen! Wie? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab eine Idee! Ihr Messer? Es geht nicht anders! Ich weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Ja, war's das? Und wir müssen jetzt was machen? Ja, aber... Und wir müssen jetzt was machen? Hab ich jetzt nicht verstanden. Ach. Die ist jetzt wohl nach ganz unten gefallen, oder? Die Rune ist frei. Wir haben es geschafft. Ach so. Ja, mal sehen, was Tier für uns hat. Oh nein! Frias Schutzrune! Sie ist weg! Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Soll das denn? Heißt, was machen wir jetzt? Nur weil das bisschen Ochsenpisser am Hals weg ist, denkst du, wir gehen jetzt nach Hause, oder wie? Hä? Hä? Of course not, kleiner Mann. Da ist er! Wir haben ihn! Junge. Hier. Am Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Will ich. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier,
durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Okay, Grendel, dann 2! Wieso sind das 2? Das hatte ich mir jetzt irgendwie hübscher vorgestellt. Achso, das wird wahrscheinlich nichts bringen. Rein in die... Oh, okay. Okay, das macht eigentlich ganz gut Schaden, ne? Oh, das macht ganz gut Schaden. Ich bin... Ja. Erschrocken. Das macht... Oh, wieso bin ich jetzt blind? Okay, Gille, dran erinnern, die machen 2-mal. Erstmal einen, würde ich sagen, wenn er mich lässt. Jetzt komm schon. So. Und den anderen. So, und der. Achso, der hat. Stein. Okay. Das sind hier. Achso, okay. Ich wollte schon sagen. So. Die waren wirklich groß. Hab größere besiegt. Mickrigers voll. Ja. Ich bin verkehrt herum. Wo lang geht's zur Sandschale? Das nehme ich mal mit. Ich bin Gott sei Dank nicht gestorben. Das wäre... Obwohl im Moment quasi jede Folge daraus besteht, dass ich sterbe. Von daher wäre das jetzt auch nicht weiter überraschend gewesen. So, jetzt müssen wir die Gruft... Achso, jetzt müssen wir die Gruft schon wieder verlassen, ne? Sehe ich da drüben noch eine Heilung? Ja, ne? So, da war noch ein bisschen was. Dann müssen wir die Gruft also wieder verlassen. War es das hier schon, ne? Ich dachte ja irgendwie... Okay, was beschwere ich mich? Hier war echt genug. Was beschwere ich mich? Hier ist genug passiert. Und dann geht es wieder nach oben. Ist aber auch schön, dass er Papas Taschenmesser jetzt bekommen hat, da. Freut sich der Kleine bestimmt und kann endlich aufhören rumzuheulen, dass wir ihn nicht ernst nehmen würden. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovain, von der Insel Limnas, nahe meinem Geburtsort. Limnos.
aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. Oha, oha, der Junge dreht schon durch. Der wird schon völlig überkandidelt, als ob er schon... Wir gehen, wohin wir wollen, tun, was wir wollen. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Weltenrune nach Jötunheim gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Ist das so, ja? Alles klar. Also... Hier stellt sich allerhöchstens das Ende der Episode in den Weg. Meine Freunde, ich danke euch fürs Einschalten. Lasst einen kleinen Support da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.